Einen wunderschönen guten Tag zu dieser neuen Nerd News. Ich hoffe, es geht euch gut. Ich wollte mich nochmal ganz lieb bedanken an alle, die bei Utopia dabei waren und ja, mich auch ein bisschen gefeiert haben. Macht mich ein bisschen stolz. Vielen lieben Dank dafür. Ich würde sagen, für alle, die nicht dabei waren, machen wir jetzt ganz einfach weiter mit den News und ich hoffe, ihr habt trotzdem viel Spaß daran. Aber vorher ein kleiner Hinweis auf meinen Dauerpartner Instant Gaming vorbei. Schaut unten gerne mal den Link in der Beschreibung. Da beginnt nämlich bald das Eldorado Gaming Festival. Bis zu 85% Rabatte kommen demnächst. Also unten auf den Link in der Beschreibung klicken und da vielleicht schon das ein oder andere günstige Spiel abstauben. Aber jetzt legen wir los mit der neuen News. Kennt ihr die Video Game History Foundation? Die ist vor allem in den USA aktiv und hat jetzt gesagt, 87% aller alten Videospiele, die vor 2010 erschienen sind, sind nicht mehr auffindbar bzw. nicht mehr bekommbar, nur noch über illegale Wege. Und das ist natürlich sehr schade. Aber auch irgendwie klar, logischerweise werden die Publisher nicht uralte Spiele noch auf irgendwelchen Servern horten, nur in Ausnahmefällen oder im Handel ausstellen. Trotzdem merkt man schon, okay, 87% haut schon rein und ja, da bleibt eigentlich nur eine Variante. Entweder die Hersteller bringen das direkt wieder raus, also als Kaufgegenstand auf ihren aktuellen Konsolen, oder aber man holt sich es dann per ROM, wenn es anderweitig nicht verfügbar ist. Und da will ich sagen, holt es euch per ROM und wenn ihr richtig Bock habt, vielleicht den einen oder anderen Limited Run Games Release. Denn anders scheint es ja offensichtlich nicht mehr zu gehen. Kommen wir mal in die grüne Sparte und momentan gibt es so viele Xbox-News wie schon seit Jahren nicht mehr, aber da gehen wir schon in einen interessanten Teil. Denn angeblich soll Xbox Live Gold abgeschafft werden. Also das heißt, das Paket, was ihr monatlich bezahlt, den Online-Zugang nutzen könnt und zwei, naja, eher unerhebliche Spiele bekommen habt. Zumindest in den letzten Monaten. Und jetzt soll das ersetzt werden. Und zwar gegen den Xbox Game Pass Core. Und der soll ab 1. September in den Markt treten. Microsoft hat das noch nicht offiziell bestätigt, macht aber durchaus Sinn. 9,99 € soll das Ganze kosten. Erlaubt euch den Online-Zugang und auch noch Zugriff auf eine kleine Auswahl von Spielen. Über 25 Spiele sollen nämlich zum Start verfügbar sein. Und die können wir natürlich hier auch mal einblenden. Schön sind zum Beispiel Sachen wie Doom Eternal oder aber auch Forza Horizon 4, Halo Wars 2, Inside, Psychonauts 2, State of Decay 2 und Ori and the Will of the Wisps. Also auch hier haben wir anscheinend eine schöne Auswahl an Spielen, die ein bisschen kompakter gehalten ist. Wer weiterhin das große Paket haben will, der muss dann halt zum Game Pass Ultimate greifen für 14,99 €. Halte ich für die bessere Variante, aber es werden keine Spiele mehr dabei sein, die ihr behalten dürft. Wenn ihr ja vorher Xbox Live Games with Gold hattet, dann durftet ihr die Spiele, die darin erschienen seid und die ihr euch gegrabt habt, natürlich behalten. Das wird jetzt beim Xbox Game Pass Core nicht mehr so sein. Aber ich sag's mal so, das ist man ja leider mittlerweile gewohnt. Eine Erweiterung des Pakets, beziehungsweise noch ein weiteres Game Pass Paket, wenn man es mal so bezeichnen will, soll noch dazukommen. Über 1300 Spieleklassiker, wo wir gerade bei den 87% sind, sollen nämlich bald auf der Xbox per Cloud Gaming spielbar sein. Und zwar per Endstream Arcade. Das ganze Ding kostet 29,99 € im Jahr oder 79,99 € für den lebenslangen Zugriff. Solange es natürlich supported wird. Und wie gesagt, es gibt 1300 Spiele aus den 80ern, 90ern und aus den Nullerjahren. Also wir gehen hier durchaus schon in die 3D-Ära rein. Und ich glaube, das wird ganz interessant zu sehen sein. Ein interessanter Release ist übrigens auch demnächst bald für die Xbox verfügbar. Und zwar Maquette. Ab dem 19.07.23 dürft ihr euch in Puzzlespielen wohlfühlen. Und das Ding wird auch im Game Pass erscheinen. Jedes Objekt kommt da klein und groß vor. Und somit müsst ihr richtig krasse Rätsel lösen. Ich glaube, ich werde es demnächst mal mit meiner Familie spielen. Ich glaube, das ist wirklich so ein Ding, wo man sich auf die Couch setzt und das einfach mal zockt. Aber es gibt auch zwei Abgänge zu vermelden bei Microsoft. Trotzdem ist da alles ganz gut läuft. Aber die Fable Narrative Lead Designerin verlässt Playground Games. Anna McGill geht aber nicht im Bösen mit Microsoft auseinander, sondern sagt, es war eine Riesenerfahrung und es ist Zeit weiterzugehen. Und vielleicht haben wir ja damit schon mal ein Hinweis, dass Fable gar nicht mehr so weit von uns weg ist, wenn ihr Job da
theoretisch erledigt ist. Ein zweiter größerer Abgang ist Larry Hyrip bzw. Major Nelson. Der verlässt nämlich Xbox und Microsoft nach über 20 Jahren. Und da sagt man dann schon, schade, aber ja, es ist halt nun mal so. Es war ein berühmtes Gesicht bei Microsoft. Nach über 20 Jahren ist es jetzt an ihm, seinen nächsten Schritt in der Karriere zu gehen. Und ja, dann sei es ihm gegönnt. Und eine gute Meldung gibt es noch in Sachen Microsoft und FTC, was sich heute aber auch wieder durch die PlayStation und durch die Nintendo News ziehen wird. Denn ja, der Einspruch der FTC wurde nun offiziell abgelehnt und dadurch haben sich einige Sachen ergeben. Unter anderem zwischen Microsoft und PlayStation und natürlich auch zwischen Microsoft und Nintendo, und dazu kommen wir jetzt. Wir kommen in den PlayStation-Part und auch hier gibt es zwei schöne Sachen zu vermelden und einen riesen Vorteil, den Nintendo jetzt über PlayStation hat. Aber dazu kommen wir gleich. Erstmal kommen wir zu Guerrilla Games. Ich kann das immer so ganz schwer aussprechen. Ich tue mich da übelst schwer. Aber die haben jetzt eine neue Stellenausschreibung ausgestellt, und zwar über Machine Learning Engineer. Und das ist im Grunde genommen die Optimierung von Animationen und Gesichtern sowie des fertigen Spiels. Und ja, man benutzt jetzt AI für diese Animationen. Das heißt, die AI macht die Gesichtsanimation und die Laufanimation und so weiter und so fort. Und der junge Mann optimiert das dann und spielt das dann wieder in die AI zurück. Und das spart natürlich einen Haufen Kosten und soll wahrscheinlich später auch leider mal wieder dafür sorgen, dass man diese Leute gar nicht mehr braucht, denn die AI wird wahrscheinlich das irgendwann von ganz alleine können, weil die wird ja damit trainiert. Mal sehen, wie sich das in der Spielebranche noch so entwickeln wird. Was ist es denn jetzt zwischen Microsoft und PlayStation? PlayStation hat jetzt einen Rückzieher gemacht, wenn man es mal so nehmen will, und hat sich außergerichtlich mit Microsoft über einen 10-Jahres-Vertrag in Sachen Call of Duty geeinigt. Das heißt, Call of Duty wird auch die nächsten 10 Jahre mindestens auf der PlayStation erscheinen. Und was der große Unterschied zu Nintendo ist, das werden wir gleich besprechen. Aber ja, damit sollte wohl wirklich der Deal mit Activision langsam am finalen Ende angekommen sein. Ja, und da kommen wir auch schon zu dem Nintendo-Part, denn die haben nicht nur einen 10-Jahres-Vertrag über Activision und Call of Duty abgeschlossen, sondern über Activision und alles, was von Activision kommt. Und das ist schon ein Riesenvorteil im Vergleich zu Sony, denn ja, es werden wahrscheinlich auch in Zukunft Diablos oder das eventuell in den Gerüchten existierende StarCraft 3 erscheinen. Und damit hat Nintendo halt einen Riesenvorteil. Ich bin wirklich mal gespannt, was da noch bei rumkommen wird, weil finde ich schon eine krasse Sache, dass Nintendo anscheinend so nah an Microsoft dran ist, dass man sich über so einen Deal einigen konnte. Und Microsoft musste die Eingeständnisse machen, damit das endgültig durchgeht. Und ja, wie gesagt, wenn ihr noch eine Kleinigkeit darüber wissen wollt, in der Microsoft News haben wir darüber gesprochen. Aber ja, erstmal geht es um die eigenen Releases von Nintendo und da kommt diese Woche das nächste Exclusive, und zwar Pikmin 4. Am 21. Juli ist es soweit, dann könnt ihr endlich wieder die kleinen drolligen Dinger töten. Oder durch die Gegend schicken und euch Arbeiten erledigen lassen. Ein weiteres Highlight, wenn man es so bezeichnen will, ist Pokémon Sleep. Und das wird jetzt langsam ausgerollt. In Neuseeland ist es jetzt schon da. Und am 21. Juli soll bei uns hier in Europa das Zubehör für Pokémon Go Plus, was auch mit Pokémon Sleep funktioniert, ausgeliefert werden. Das heißt, ich gehe fest davon aus, dass wir am 21. Juli ebenfalls Zugriff auf Pokémon Sleep haben werden. Und was total untergegangen ist, meines Erachtens nach, auch bei Nintendo, ist das 40-jährige Jubiläum des NES. Ja, die Konsole kam nämlich am 15.07.2023 in Japan raus und hat 61 Millionen Spielern ja, eine ganze Menge schöne Momente beschert. Heutzutage sind nur wenige Spiele gut spielbar auf der Konsole, aber damals war es ein absolutes Highlight, das Ding zu Hause zu haben. Und bei uns kamen die am 1. September 1986 für 399 Mark. Meine persönliche Erfahrung ist, wir haben sie für 99 Mark mit dieser 3 Game Cartridge gekauft. Das heißt mit Super Mario Bros., Tetris und Super World Cup. Und da muss man ja schon sagen, das war schon ein krasser Deal und hat damals die Videospielwelt ziemlich verändert. Tja, Nintendo macht leider gar nichts zu der Konsole, also es gibt keine Neuauflage des NES Mini oder ähnliches. Das ist ein bisschen schade, oder vielleicht ein paar Releases für die Nintendo Switch. Ist leider alles untergegangen. Schade. Aber so startete die neue Ära von Nintendo und die begleitet uns heute bis zur Nintendo Switch. Meine Stimme hört sich an wie ein Reibeisen. Naja.
So, die großen News sind vorbei, aber wir kommen jetzt natürlich zu den kleinen News im Ticker. Und zwar starten wir direkt mit StarCraft 3. Wie eben in der Nintendo News schon angedeutet, scheint es wohl in Entwicklung zu sein. Das berichten jetzt mehrere unabhängige Quellen voneinander, die mittlerweile einige Tweets auch wieder gelöscht haben. Aber unwahrscheinlich ist es nicht. StarCraft 2 erschien mittlerweile 2010. Weiter geht es mit Sega, und der Sega-Präsident in CCO Yukio Suginu hat nun angedeutet, dass es wohl weitere Reboots und Remakes von Sonic geben wird. Vielleicht ja mal ein richtig schönes 3D-Ding von dem ersten Sonic-Teil. In so einer Dreier-Collection würde ich mir auf jeden Fall wünschen, hätte ich Bock drauf. So, das war es dann allerdings auch schon mit dieser neuen Nerd-News. Meine Stimme ist immer noch ein bisschen kratzig vom Wochenende, aber vielen lieben Dank für euren Support, und das bedeutet mir sehr viel, wollte ich nur mal sagen. Und ich wünsche euch einen wunderschönen guten Tag, Mittag oder Abend. Bis zum nächsten Mal. Lasst ein Abo da und einen Daumen nach oben. Ciao.